Schönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich bin gerade die Treppe runtergekommen in den Handelssaal und hatte mich eigentlich darauf vorbereitet, jetzt mit Ihnen wirklich ein sehr positives Corona-Update aufzuzeichnen. Denn wir sind ja sehr freundlich gestartet über der Marke von 11.200 Punkten. Und man hatte schon gesagt, ja, jetzt können wir wirklich eine positive Wochenbilanz ziehen. Man darf nicht vergessen, wir stehen vor einer der stärksten Rezessionen der Nachkriegszeit. Aber man hat immer das Gefühl, dass das Schlimmste schon überwunden sei und die Anleger sich jetzt einfach wieder aus dieser Krise herauswinden. Die Zukunft spielen hier an der Börse und man hat sich wirklich auf die Erholung eingestellt. Na gut, bleiben wir fair. Die 11.000-Punkte-Marke, sie steht aktuell. Dementsprechend sollte man sich über diesen Anstieg natürlich auch erst einmal freuen. Die Hoffnung hat gestern schon eingesetzt, und zwar in Form eines Medikaments gegen Corona, und zwar von dem US-Pharmaunternehmen Gilead. Jetzt werden Sie sagen, was, das hatten wir doch schon, hat enttäuscht. Da haben Sie natürlich recht. Das Medikament Remdesivir, ein ehemaliges Medikament gegen Ebola, es wird nach wie vor dagegen eingesetzt, hat ja zuerst mal enttäuscht bei den Tests und den klinischen Studien, konnte jetzt allerdings wirklich Teilerfolge verbuchen und kommt damit wieder ins Rennen und ins Spiel und hat die Märkte gestern sowohl in Übersee als auch bei uns nach oben gepusht. Dementsprechend hatten wir die Marke von 11.000 Punkten schon im Fokus gehabt. Hoffen wir, dass sie zumindest in dieser verkürzten Handelswoche noch hält. Gestern Abend gab es dann auch noch die Zinssitzung der US-Notenbank, der Federal Reserve. Man hat die Zinsen unangetastet gelassen. Das hat man sich auch schon so im Vorfeld gedacht. Sollte es notwendig werden, wird man eingreifen. Man stellt sich allerdings wirklich hier auf eine extrem schwache Konjunktur in den USA ein. Nicht nur in den USA, sondern natürlich auch bei uns. Die ersten Zahlen oder beziehungsweise eine Flut der Zahlen, was die DAX-Unternehmen angeht, wurden schon geliefert zum ersten Quartal. Es gab positive und negative Nachrichten. Gerade in dieser Woche gab es doch auch die positiven Überraschungen. Heute haben dann noch Wirecard, BASF geliefert, aber auch MTU und gestern Abend nachbörslich für uns dann noch die Deutsche Börse. Es gibt hier ja Pro und Contra, für und wieder Licht und Schatten. Fakt ist auf jeden Fall, das erste Quartal lief teilweise nicht so dramatisch, wie man sich das tatsächlich schon ausgemalt hatte. Das zweite Quartal wird definitiv schwieriger und da ist man vorsichtig. Die Aktie mit den größten Schwankungen, mit der höchsten Volatilität ist sicherlich gerade in den letzten Wochen Wirecard. Es geht nicht um die Corona-Krise, ausnahmsweise mal, sondern es geht hier um die Bilanzvorwürfe und den Sonderbericht, die Prüfung durch KPMG. Man hat den Bericht vorgelegt. Als erstes ist die Aktie angesprungen in den positiven Bereich. Dann allerdings hieß es weiter bei den Prüfungsergebnissen. Es bleiben nach wie vor noch offene Fragen und Experten sagen auch, naja, ein Befreiungsschlag sieht tatsächlich oder ein Freispruch sieht tatsächlich anders aus. Man hat nämlich kritisiert, dass die Drittanbieter eben nicht ihre Zahlen so einfach vorgelegt haben und veröffentlicht haben, dass es eben schwierig ist, jetzt diesen Bericht vollständig zu veröffentlichen. Und das bedeutet für Wirecard, es geht wieder in den negativen Bereich. Und diese Nachrichten sind so präsent, dass das Zahlenwerk für das erste Quartal eigentlich schon in den Hintergrund getreten ist. Wirecard hat alleine in den letzten 4 Wochen 25% verloren und heute geht es für Wirecard weiter nach unten. Zahlen gab es aber heute auch schon von BASF und MTU. Bei BASF hat man am gestrigen Abend schon die Prognose für das Jahr 2020 gestrichen. Beim Gewinn hat man ein Minus von 6%, beim Umsatz allerdings ein Plus von 7%. Das erste Quartal war jetzt nicht so schlimm, wie vielleicht der ein oder andere erwartet hat. Man erwartet aber deutliche Produktionsausfälle im zweiten Quartal. Im dritten und vierten setzt man dann schon wieder auf den Erholungsmodus und wir sehen die Aktie heute auch unter den größten Gewinnern. Ebenfalls unter den größten Gewinnern finden wir heute MTU. Der Triebwerksbauer hat natürlich zuletzt auch heftig auf die Mütze bekommen durch die Corona-Krise, keine Frage. Der Umsatz hat sich allerdings verbessert um 13%, der Gewinn allerdings ein Minus von 3%. Nichtsdestotrotz hat man hier unterm Strich noch 182 Millionen Euro stehen und das lag definitiv über den Erwartungen der Analysten. Hier ist man allerdings auch vorsichtig, was das zweite Quartal angeht, denn auch da erwartet man einen Nachfrageeinbruch bei den Jets und auch den Antriebsteilen. Die Deutsche Börse hat gestern Abend schon Zahlen vorgelegt und wir wollen natürlich mit positiven Nachrichten dieses Corona-Update schließen. Denn die Deutsche Börse profitiert aktuell von dieser Corona-Krise, gerade von diesem hohen Handelsvolumen, von diesen Schwankungen. Dementsprechend konnte man im ersten Quartal punkten. Das kommt gut an, auch wenn die Aktie mittlerweile eher so, naja, im defensiven Mittelfeld notiert in diesem frühen Handel. Ich wünsche Ihnen jetzt auf jeden Fall erstmal noch einen
guten Blick auf die EZB-Daten am Nachmittag und vor allen Dingen ein schönes langes Wochenende. Feiern Sie den 1. Mai, genießen Sie ihn, auch wenn Sie im Homeoffice sind und Ihnen dieser Tag vielleicht vorkommt wie jeder andere. Ich finde, man sollte sich einfach was Schönes vornehmen, ins Grüne fahren oder eben tatsächlich sich mal was gönnen, was man am 1. Mai so macht. Ich sage, genießen Sie es, seien Sie alle spätestens am Montag wieder mit dabei bei unserem Corona-Update.